Hey ho, was geht? Willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht es um die Gatling Gun Gold. Was ich gleich am Anfang zu der sagen kann, und zwar, es ist ein kleiner Makel, aber das ist natürlich klar, denn in Crossfire gibt es ja allgemein, also man weiß ja, MGs und Snipers sind die schwersten Waffen in Crossfire und die Gatling Gun ist die schwerste davon. Und die Gatling Gun ist natürlich auch die, womit man am langsamsten davon ist. Und das ist natürlich der Makel. Das ist natürlich nicht so geil, würdet ihr jetzt flüchten müssen oder sowas. Aber, na schön. Ich wollte nur gesagt haben, dass es die schwerste Waffe ist. Und damit ist man sehr langsam unterwegs. Also, ich wünsche euch viel Glück damit, immer abzuhauen, wenn ihr die überhaupt habt, die Gatling Gun. Egal. Hier geht's um die Gatling Gun Gold. Und zwar von dem Punkt Damage her. Also auf den Kopf macht sie 100 Damage. Bis auf von weiterer Distanz, also wenn ihr jetzt wirklich von weitem, naja, eben halt schießt, macht sie nicht mehr 100 Damage auf den Kopf. Zwar macht eigentlich jede Rifle und jede MG auf den Kopf 100 Damage pro Schuss, aber diese macht ab dieser Distanz, also ab einer gewissen Distanz, macht sie dann 90, ungefähr 90 Damage bis 97 Damage, also auf den Kopf. Auf den Körper macht sie dann auf Close Range natürlich, an die 33 bis 35. Auf die Füße macht sie von der Close Range 19 bis 21 Damage. Naja, ich muss auch noch sagen, mir gefällt der Skin sehr gut, denn der ist gold und schimmert so geil. Besonders wenn ihr schießt, am besten würde ich euch, wenn ihr eine Gatling Gun habt, lila Muzzle Flame. Oder Muzzle Flash heißt das? Muzzle Flash. So. Dann solltet ihr das euch auf jeden Fall holen, denn das sieht am geilsten, finde ich, aus. Also, ich persönlich mag es mehr. Egal. Die Reload-Time beträgt 4,5 Sekunden. Zwar das mit den Reloaden, naja, ich reloade wirklich kaum eigentlich im Video und allgemein auch so nicht. Wenn denn vielleicht nur im Hero-Mode, würde ich damit reloaden. Zwar kann ich euch nur empfehlen, dass ihr damit im Hero-Mode spielt. Ich habe jedoch damit im Team Deathmatch, naja, egal, man kann auf jeden Fall auch auf Distanz damit zocken. Es macht auf jeden Fall einen heilen Spaß, wenn ihr da einfach nur durchheizt. Naja, was heißt hier durchheizt? Der bewegt sich hier in Slow Motion. Mit dieser Waffe. Also, naja, Slow Motion. Ihr habt sicherlich auch schon gesehen, dass der ein oder andere die aufgepickt hat. Es picken wirklich richtig viele die auf. Ist auch ein bisschen scheiße anzusehen, dass eure Waffe immer aufgepickt wird, aber na schön. Ihr wisst, ihr seid Fame jetzt dadurch, durch diese Waffe, oder allgemein durch Limited-Waffen, denn allgemein Goldwaffen und die MP-Custom, naja, jede Waffe, naja, ein Noob hebt jede Waffe auf, die er einfach nur sieht. Naja, jede Waffe ist natürlich besser als M16. Aber na schön. Ja. Bullets, also eben halt Magazin, 175 zu 175 Munition hat sie, macht insgesamt 350 Kugeln, insgesamt full to empty mag, eben halt leer geschossen ist sie in 12,1 Sekunden und ja, ich finde das sehr geil gemacht eigentlich, die Gatling Gun, 25 plus Magazin glaube ich, also 25 plus Kugeln waren das, denn die normale Version hat ja einfach nur noch 150 Bullets, so waren das, ja, so waren das. Und, naja, ich hätte mir gewünscht, dass die 200 bekommen hätte, denn die Gatling Gun Halloween hat ja alleine schon 175 und dann Gold hätte ja noch so ein extra Plus, denn die M4 Gold hat ja auch 8 Plus, ja, 8 Kugeln Plus und die AK Plus hat auch Plus 5, ne, Plus 8, das war ich, ja, egal. Und wie gesagt, vom Gewicht her ist sie wirklich die schwerste Waffe. Man geht damit in Slow Motion. Also wenn ihr einen in dritte Person damit seht, also eben halt selber so beobachtet, wie einer eure Gatling Gun aufgrabt oder eben halt allgemein diese Gatling Gun in der Hand hält und dann schießt und sich bewegt, dann geht er in Slow Motion. Ich frage mich nur, warum geht er in Slow Motion? Warum? Ich meine, er schießt und ist egal. Auf jeden Fall, es macht einen heilen Spaß mit dieser zu spielen. Es ist eine gute Verteidigung für Zombie Mode, Mutation Mode, Hero Mode X, Ghost Mode. Naja, nee, nicht Ghost Mode. Aber es ist ein toller Gag, wenn ihr auf Siege and Destroy damit mal rumballert. Denn das ist nicht immer zu sehen. Naja,
Hoffe, es hat euch gefallen. Like, kommentiert, favorisiert, abonniert. Schaut einfach mal bei meinem Partnerkanal nach. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Accounts, was heißt ja Accounts, nein, Waffen habt, die ich reviewen könnte, wenn ihr euch melden könntet, damit ich die reviewen könnte. Und vielen Dank an S-Bro, der mir seinen Account geliehen hat, damit ich das Gatling Gun Gold Review machen kann. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.